Tja, das heutige wunderschöne Wetter habe ich mir nicht nehmen lassen und mich ins Grüne begeben, und zwar genauer gesagt in den Wildpark Feldkirch. Ja, und die ersten, die ich im Wildpark Feldkirch zu Gesicht bekomme, sind nachgezüchtete Auerochsen. Ein Wildrind, das mittlerweile als ausgestorben gilt, wurde aber hier mit Hilfe von Kreuzen verschiedener urtümlicher Rinderrassen nachgezüchtet. Hey, mein Freund, das ist eine Futterkrippe, kein Bett. Da legt man sich nicht einfach schlafen. Und wie unschwer zu erkennen, handelt es sich bei diesen Tieren um Mufflons oder auch Muffelwild. Naja, da fühlt man sich doch fast gleich wie im Parlament. Nein, hat natürlich nichts mit den Politikern zu tun. War nur ein kleiner Scherz. Das hier sind tatsächlich Barockesel. Also so alt schauen ja die noch gar nicht aus, oder? So klein und schon eine Ziege, naja, sie heißen auch Zwergziegen. Nur die Mamas sind ein bisschen größer. Ja genau, du bist gemeint. Und schon ist sie hier, die Dame. Ja, von hier oben hat man so eine richtig tolle Aussicht. Erkennbar am besonderen Geweih und auch an den weißen Blässen am Hinterteil mit dem schwarzen Wedelschwanz sind es eindeutig Dammwildtiere. In einem Bienenstock kann es schon mal ganz schön rund gehen, oder? Und was hier so ins Bild kommt, ist eine Sickerhirschkuh. Und das Ganze vor der Kulisse des Feldkircher Bahnhofs. Und hier kommt der Nachwuchs. Erkennbar an den hellen Flecken am Fell, als Tarnung. Was macht ein Luchs bei dieser Mittagshitze? Na logisch, Siesta, allerdings ohne Sombrero. Und hier hätten wir Luchs Nummer 2. Schau mir in die Augen, Kleiner. Was wir hier sehen, ist Rotwild, genauer gesagt Rothirsche. Also keine Rehe. Nicht zu verwechseln. Auch einen wunderschönen Wolf gibt es im Wildpark Feldkirch. Hallo du, wie geht's dir heute? Sei nicht so unfreundlich. Sogar die Wildkatze hat sich extra für den kleinen Stadtstreicher aus der Siesta erhoben und dreht eine Ehrenrunde für die Kamera. Und schon wieder ab in den Schatten. Na bitte, geht ja, Gastauftritt des Waschbären, especially für den kleinen Stadtstreicher.
Ein Frischling allein kann doch nicht sein. Da gibt's doch sicher noch das Mutterwildschwein. Nanu, wird hier etwa ein Schwanz angeknabbert? Eins, zwei, drei, Frischlingsbalgerei. Der Stembock wird auch als König der Alpen bezeichnet. Gemsen sind übrigens genauso wie Steinböcke Ziegen und keine Hirsche. Der kleine Stadtstreicher mit zwei Miezekatzen. Kleiner Fehler, die zwei sind eigentlich nur eine. Aber ich habe sie getroffen am Weg vom Wildpark Feldkirch hinunter in die Stadt. Und vor der beeindruckenden Gebirgskulisse sehen wir hier die Feldkircher Schattenburg. Unterhalb der Schattenburg steht ein Florianibrunnen. 450 Jahre alt ist dieses Haus, das Pfarrhaus des Feldkircher Doms, womit wir auch gleich beim Feldkircher Dom angelangt wären. Und diese Domkirche ist St. Nikolaus geweiht. Das Feldkircher Rathaus hat nicht nur, glaube ich, so ziemlich alle Wappen der Landesteile, sondern auch Bilder von, na sagen wir mal, den verschiedenen Ständen, schätze ich mal, an den Wänden. In der Schmiedgasse dominieren die Häuser, ich würde mal sagen, durchaus noch aus dem ausklingenden Mittelalter. Ein Polizeiauto ohne BP am Kennzeichen? Nanu. Napoleon? Nein, mit dieser Nase sicher nicht. Dieses Denkmal in Bludenz gebührt jenem Herrn. Von diesem Hubertus, eine Etage höher, finden wir den Kirchturm von Bludenz. Und hier die dazugehörige Kirche.
die St. Laurentiuskirche. So kriege ich den Kirchturm nicht drauf. Wie wäre es dann mit so? Auch da wird es schon schwierig, aber immerhin, bisschen was geht. Ist ja nicht unbedingt mein Fall, aber auch die berühmte Vornburger Brauerei ist in Bludenz. Und das ist das Panorama der Bludenzer Hausberge, beziehungsweise der Gipfel hier hinten ist ein bisschen weiter weg.